Tsuki? Yeah. Unfortunately, I'm still here, Saki. Sen insisted on having the pen and egg given him for his birthday. That's not Sen who's asking. It's Ayumi. That wicked spirit wants to get her hands on the pendant in order to take control of you. But if she needs the pendant to take control of me, how did she take over Sen? Saki, you're the one. She can control him as long as you're still on the train. Sen believed you belonged to him. And as long as you're still on the train, she can control him. This evil spirit needs to obtain your most valuable item so you'll be under her control. The only way to defeat her is to locate the doll that once belonged to Ayumi. The little girl who was possessed. Dass er mir das jetzt erstmal alles erzählt, bevor ich von der Leiche gekillt wurde. If you find it and destroy it, all this will be over forever. Okay, but where is this doll? I wish I knew, Saki. I really do. Just save yourself and go. You don't need to do this. What is this place? This is her lair. It's where she's trapped all her victims and souls. Where they'll be for eternity if no one stops her. Warum fühlt sich das alles so real an, was hier geschrieben wird? Komm doch, Saki, komm doch her! Wie willst du mich aufhalten? Ja, das stimmt, Euro. Ach komm, jetzt hat er mich gesehen, oder was? Wird so richtig nervig. Muss ich das wahrscheinlich nochmal triggern wegen der Puppe und so, damit wir überhaupt diese Info haben. Das ist halt doof. Bewegt er sich auch? Ja, scheiße, ne? Eieieiei. Dankeschön, wo ist die Freundin hin? Verliebt ist. Leider tot. Genauso wie die anderen zwei Freunde und der andere, ihr Verlobter, ist besessen und wollte uns vorhin auch umbringen.
locked. That blood still looks wet. Also manchmal sind die Spawnpunkte echt Pisse. Dachte, sie ist vielleicht auch noch am Leben. Wird wahrscheinlich auch irgendwo hier in irgendeinem Kerker sein. Gerahmte Bild eines Schädels. It looks like a spot where I can hang something on it. Doesn't look quite right. Das gruselige Bild eines Schädels. It looks like a spell. Ich hoffe auch, Euro, ich hoffe auch. Weil die Seelen sind ja noch hier. Vielleicht können wir sie doch noch retten. Das ist ja eigentlich das, was Saki versucht, ihre Freunde noch zu retten. Deswegen ist sie jetzt zurückgekommen. Aber das war alles eine Falle und ja. Alles klar, Pia. Dann schlaf schön. Danke, dass du da warst. Erhol dich gut. Ich werde es ja morgen sehen, was auf Twitter ist. Ich gackt. Aber komischer Spawnpunkt hier. Ding, ding. Was soll ich jetzt aber machen? Blutopfer? Blutbild. Ich hab keine Ahnung. Das ist halt auch scheiße, dass diese Leichen hier rum. Eiern. Kann noch nichts kombinieren, leider. Vielleicht dieses gruselige Bild. Darkness. Like a spot where ja, weiß nicht, ob das jetzt was bringt. Die Leiche erschreckt sich zu Tode, hatte ich eigentlich gehofft. Hoffnung hatte ich, ja. Alter, wie schnell hüpft der auf einmal?
mal ein Monster holen. Liebe auf Twitter. Gibt es denn zu viel Liebe? Oh fuck, der hat mich gesehen. Das ist aber nervig mit diesem laufenden Kothaufen hier. Keks. Da musstest du aber mal zum Arzt gehen, das ist blutig. Ich kann ja halt auch was hinhängen. Ich habe aber nichts. Jetzt muss ich hier irgendwie was suchen und ich habe keinen Plan. Bye, Es war mega riskant, was ich hier versuche. Oh, ich hab mich gerade verdrückt, ey. Gerade so verdrückt vom Rennen und. Passiert aber nichts.
It looks like a spot rig. Hier irgendwas hinhängen. Wo soll ich denn noch was hinhängen? Keine Ahnung. Steht nirgends so, wo ich was noch hinhängen kann. Ein Plan. Nee, die Rätsel sind irgendwie ein bisschen verwirrend. Ich brauche halt dann drei Bilder anscheinend. Weil es gibt drei Plätze. Da fehlt mir halt noch was. Maybe I should keep it in case I need it later on. Darauf soll man jetzt kommen? Das war jetzt einfach nur probieren. Ich habe den Schlüssel benutzt für die Tür. Das habe ich am Anfang schon gemacht. Da hat es aber nicht funktioniert. Da habe ich kein Bild bekommen. Ja, so gucke ich dann auch. Scheint ja aber auch nicht richtig zu sein, oder? Die Spawnpunkte der Gegner sind richtig beschissen. Müsste noch meine Save-Daten? Da war dieses eine Monster einfach dann im Ladebildschirm. War richtig oll. Das passt alles nicht. That cage gives...
gar kein Geräusch. Ich packe mal jetzt alle Bilder dahin, wo sie vielleicht hin sollen. Und dann gucke ich, ob was passiert. Aber ich habe halt auf diese Geräusche gewartet, dass dann irgendwas passiert, aber... kam ja nichts mehr. Ich schätze mal, das andere ist, muss dann in den anderen Raum. Ich hoffe, das ist nicht verbuggt. Wenn das verbuggt ist, dann... dann gehe ich. Wäre das nicht der erste Bug, den wir heute hier erwischen? It looks like a spot. Ich habe nur auf dieses doofe Geräusch hier ins Hit gewartet. Das hat mich halt verwirrt, weil beim ersten Mal kam dann dieses Geräusch und dann auch immer nicht mehr. Was hat es jetzt gebracht? Komm ich jetzt hier raus? Please. Was ist denn jetzt passiert? Fühlen hier immer noch die Eier, sagt Männer rum? Oh, guck mal. Die Säcke sind weg. Die Leichen. Ja, Freiheit! Oder auch nicht. Ich kann mich weiterhin verstecken. Ich muss aber sagen, ich mag Saki irgendwie. Saki ist irgendwie cool als Charakter. Sie stellt zwar manchmal auch sehr dumme Fragen, aber... oh yeah. Jetzt kommt der immer tiefer in meinem Keller. Ich dachte, Sen ist ein Favo. Ich dachte, Klaus, ich soll den Hals brechen. Is this what I think it is? A torture room. Du magst sie nicht nur wegen dem Bommel. Aber sie ist halt mutig und versucht, ihre Freunde halt einfach zu retten. Sie hätte auch einfach sich verpissen können. Sie geht trotzdem zurück zu den Leuten, die ihr wichtig sind. Und hat... ja, das ist ja Bonus. I might keep it in case I need it. Antike alte Flasche. Gefertigt aus dickem Glas. Für dicke Euter. It's glowing again. You're trapped here for eternity, with no escape in sight. Unless, of course, you hand me the pendant now, and then I will reunite you with your friends. Or you can say goodbye to them one last time, as I feed on their souls until there is nothing left. Don't you want to be together again, my love? Nee, du kannst dich verpissen, Sen. Du gehst jetzt einfach und ich werf dich irgendwo in eine Wand und dann klappe. Go to hell, you evil demon! I'm going to destroy you and save every last one of these lost souls! Kill her! And bring me the pendant at once! Ja, komm noch! Ja, komm noch! C-E-F. Oh, jetzt sind wir schon wieder hier. Ja, was für eine Freude.
kann mich hier nicht mehr verstecken. Medium. It's locked, of course. Ich muss sagen, im zweiten Teil ist die Atmosphäre viel gruseliger und übler, ne? Also richtig abgefuckt. War im ersten Teil zwar auch schon krass, aber im zweiten Teil ist es noch heftiger. Auch mit der Beleuchtung und so, ist schon ziemlich cool gemacht eigentlich. Das Einzige, was mich stört, ist halt, dass mit der Steuerung, dass es so abkackt manchmal. Diese Hänger vorhin, die waren nicht so cool. Aber ist es nicht dumm, was sie jetzt gerade macht? Aber dann kriegt er sie doch in den Besitz. Aber, ja, ist gut. Schimmer jetzt deine Nuggets. Hau ihn mit der Flasche. Ja. So richtig eins drüber ömmeln. Der blutet. Egal. Nee, das tut dir gar nicht leid. Sen hat's verdient. Nee, ist okay. Sen hat's verdient. Sen ist egal. Das ist Sen. Ayumi once and for all. I'm not going to let her get away with this. Generalschlüssel. Zerbrochene Flasche. Ob Sen ein paar Cents in seiner Tasche hat, schau nach. Rest in peace. Wir haben jetzt ihn gerade ermordet, ne? Wir sind jetzt eine Mörderin. Aber es ist nur Sen, zählt das? Ja, wir haben ihn gekillt. Ja, er wollte uns doch umbringen. Er ist doch besessen von der Geistertante. Der will uns ja umbringen. Und den Anhänger, den darf sie eigentlich nicht aus den Augen verlieren, weil das ist ihr kostbarster Schatz. Der ist ja von Sen. Und wenn das Ayumi bekommt, dann ist Saki verloren. Dann ist ihre Seele verdammt und sie ist verloren. Aber knüppelst du nicht ohnmächtig? Wahrscheinlich ist er auch verloren. Wahrscheinlich ist er einfach auch schon von Ayumi. Ist vorbei. Vielleicht lebt er noch. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Sen ist eh kacke. Ist egal. Pff, Sen. Kommt als Schwombi wieder. Der war gefühlt schon ein Schwombi. Ich hab doch einen Generalschlüssel. Es ist eine Hälfte eines Generalschlüssels. Es ist die Hälfte eines Generalschlüssels. Natürlich hat er nur die Hälfte in seiner Tasche. Wahrscheinlich hat er auch nur ein halbes Ei in der Hose. Mann, was ist denn das hier? Alter. Sag mal, ich will doch nur hier weg. Was ist denn daran so schwer? Was mache ich denn jetzt mit einem halben Schlüssel?
irgendwie mit was kombinieren? Nee, nee. Oder Vergleich mit dem Ei. Ja, es ist halt...